Letzter Schuss. Na, reicht das? Es sind 78. Wir haben ja gesagt, es macht so ungefähr 70 Schaden. Und es reicht überhaupt nicht. Hä? Also der erste Schuss, da habe ich... Sag mal, wieso gehen die Schüsse daneben? Ach komm. Platz 1 ist übrigens Fallout 4. Und zwar genau deswegen, weswegen wir hier gerade Probleme haben. Das Schießen ist in so Fallout 4 und eigentlich 76 auch so viel besser. Hätte Fallout 76 nicht den so grausamen Start hingenommen und hätte da nicht einiges anders gemacht, wäre auch Fallout 76 in meiner Top 3. Ach, das machen wir jetzt mit dem Revolver. Weil Fallout 76 hat im Prinzip genau die beiden Dinge, die ich gerade eben gesagt habe, und die mir an Rollenspielen gefallen. Und zwar das Erkunden, das Leveln und Environmental Storytelling. Davon hat das Spiel eigentlich echt gut genug. Aber ich möchte irgendwie weder Fallout 3 noch Fallout New Vegas aus meiner Top 3 irgendwie verdrängen. Es fühlt sich irgendwie falsch an. Vor allem für, naja, 76, ne? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Da muss ich mich, glaube ich, nicht groß drum erklären. Nur, dass halt Fallout New Vegas nicht mein Lieblings-New Vegas ist. Dürfte ja ein kleiner Frevel für so einige Fallout-Fans sein. Ach, jetzt. Der ging daneben. So. Aber genau deshalb gehört zum Beispiel die Stalker-Reihe auch so mit zu meinen Lieblingsspielen, weil sie halt genau in der Richtung alles gut für mich als Rollenspiel macht, was ein Rollenspiel halt für mich gut machen müsste. Viele unterschiedliche Gegner, mit denen man angehen muss. Ne? Ob man gegen Mutanten kämpft oder gegen menschliche Gegner, das hat Fallout ja auch. Was es dann besser hat, ist zum Beispiel, ja, oder für mich besser hat, na ja, gut, es kommt drauf an. Für ein Rollenspiel ist es ganz gut, für einen Looter-Shooter vielleicht nicht so gut, aber dass man zum Beispiel auch die stärksten Gegner mit einem Kopfschuss ausschalten kann, egal wie gut ihre Rüstung ist. Obwohl, ich glaube, egal wie gut ihre Rüstung ist. Gehe ich gerade zurück? Ich glaube, ich gehe gerade zurück, oder? Nee, ich gehe nicht zurück. Das heißt, ja gut, es hat nur Rollenspielelemente. Es ist eigentlich schon ganz gut, dass man bei einem Rollenspiel, wo es halt Gegner mit mehreren Trefferpunkten, dass man die nicht halt alle mit einem Schuss ausschalten kann, je nachdem, wo man hinschießt. Das ist eigentlich schon ganz gut. Das macht so ein Rollenspiel auch ein bisschen, ne? Macht das so aus. Wie könnte man das zum Beispiel auf... Nee, ich bringe erstmal den anderen Gedanken zu Ende. Ja. Gutes Gunplay, das Schießen fühlt sich wirklich gut an, Stalker. Es gibt viel, was man in der Umgebung erkunden könnte, weil es halt handgecraftete Umgebungen sind, genauso wie in Fallout. Das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel überhaupt keine Lust auf Starfield habe. Ich glaube schon, dass mir Starfield viel Spaß machen würde, egal wie sehr sich das Internet auch gerade oder in den letzten paar Monaten das Maul darüber zerrissen hat. Ich glaube, dass mir es schon Spaß machen könnte. Aber ich bin halt überhaupt kein Freund von prozedural generierten Umgebungen. Ich hasse die Dinger. Bin ich überhaupt kein Freund von. Das Einzige, was da noch so halbwegs geht, sind vorgefertigte Level-Sets, die dann einfach nur aneinander gebappt werden. Quasi. Das heißt, das Einzige, was prozedural generiert ist, ist die Aufteilung, wie diese vorgefertigten Bausets aneinander geheftet sind und dadurch dann das Level ergeben. Aber halt so komplett prozedural generierte, wenn ich mir zum Beispiel... Ja, was gibt es für ein gutes Beispiel? Ich spiele die Spiele halt kaum, deswegen habe ich so wenig Beispiele, was ich da nennen könnte. Muss ich da jetzt wirklich raufrennen und gucken, wo da... Hier war ja nichts, ne? Nee, das heißt, es müsste da oben sein.
Moment, ich muss mich gerade konzentrieren, ansonsten fliege ich gleich in die Luft. So. Prozeduralrinne. Ja, das Einzige, was mir gerade eigentlich in den Kopf kommt, ist Tropico 5. Was habe ich gespielt? 5 oder 6? Da gibt es halt die vorgefertigten Karten, die so richtig schön karibisch aussehen, so richtig schön, ne? Ein Flair hatten. Und wenn man dann die Dinger selbst prozedural, die prozedural generierten Maps aufmacht, dann. Die sahen einfach scheiße aus. Kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, das eine Diablo 3 DLC hat so gemacht, vorgefertigte Bausets dann einfach nur so zusammenbappen. Das habe ich ihr gesagt, das geht, das ist in Ordnung. Warframe macht das ganz gut. Vorgefertigte Sets prozedural generiert, halt aneinander bappen. Das ist auch ganz gut. Aber halt eigentliche Welten. Das Einzige, wo es halt in Ordnung ist, sind komplette Bauspiele. Terraria, Minecraft, sowas geht. Aber ansonsten würde ich jedem, wo man erkunden soll oder sowas, also wo man sowas hat, ne? Keine einfach nur Natur, wo man dann survivalmäßig überleben muss, sondern wirklich zum Entdecken, zum Schießen, zum Ballern, lass den prozedural generierten Scheiß weg bis die Technik da ein bisschen weiter fortgeschritten ist. Natürlich muss man auch hin und wieder mal was probieren. Einfach nur hinter den Kulissen das dann machen und probieren und dann kein Spiel rausbringen, aber das ganze Geld reinballern bringt nichts. Da kann man es auch gleich versuchen, ein Spiel daraus zu machen, das verstehe ich. Aber wenn es dann halt nichts bringt, wenn das prozedural generierte halt echt scheiße ist und einfach keinen Spaß macht, zerstört das auch nur die Reputation. So. Der einzige Grund, warum ich jetzt noch so rumgelaufen bin, ist, weil ich eben das hier noch zu Ende reden wollte. Also lasst den blöden Mist mit prozedural generierten Sachen. Egal, wie ich da gerade drauf gekommen bin. Habe ich das Licht an? Ich habe es an und ich kann da oben die Decke nicht sehen. Nun gut. Dann wollen wir mal zum Glockenturm rauf und gucken, was unser Part bei der Gala-Eröffnung ist. Pass auf, ich speichere lieber mal komplett ab. Zur Sicherheit. Und go on. Verkaufsautomaten-Code Super Stimpack und Hologrammgewehr-Fokussierungslinse. Wir haben den Blick aufs Casino. Okay, na dann. Gala-Veranstaltungskontrollkonsole aktivieren. Hörst du mich? Verfluchte Sendeempfänger. Gott sei Dank. Lass mich die Halsbänder mit den Lautsprechern im Turm verbinden, damit wir so... Sie hören ein Klopfen aus einem Lautsprecher. Erst eine ganze Reihe schneller klopft, dann... Naja. Klopfe zweimal zurück. Ja, ich kann sprechen. Es wäre dämlich, das nicht zu machen. Also, Christine, wir sind hier fast fertig. Ein einzelner Klopfer kommt aus dem Lautsprecher. Dann Stille. Sehr schön. Also, ich denke mal, sie hat verstanden. Bereit. Wir sind für beide bereit. Ich sorge dafür, dass Doc im Käfig eingesperrt bleibt. Öffnen Sie nur das Sierra Madre. Worauf machen Sie noch? Wollen Sie es genießen? Machen Sie schon. Vorsicht, was Sie da tun. Wenn Sie meinen, in der Villa wäre es übel, dann haben Sie noch nichts gesehen. Na toll. Legen wir los. Auf 3, 2, 1. Oh nein. Ich habe das Achievement dafür bekommen. Nur für Leute, die vielleicht noch Zweifel hatten, dass ich es noch nicht gespielt habe. Ey, komm, mehr Feuerwerk. Das muss mindestens 5 Minuten gehen bei sowas. Eigentlich eher eine Stunde. Oh, fuck. Du willst mich verarschen, oder? Können die hier...
Du willst mich auch verarschen. Also das waren jetzt 1, 2, 3, 4, also ich würde mal sagen, nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe aber 8 gezählt. Soll ich die alle ausschalten? Ich weiß ja nicht, ob wir die Munition später noch gebrauchen könnten. Ich würde es nämlich jetzt so machen, ich würde daran vorbeilaufen. Das hier ist das Ende einer Map, der lokalen Karte, ne? Wir müssen ja einfach nur wieder zurück. Das heißt, ich würde mich hier einfach am Hof dran vorbeilaufen und hoffen, dass hier einfach niemand ist. Und dann einfach zurück. Ich versuch's mal. Einfach dran vorbei. Scheiße. Alter, wie viel Schaden hat der denn gemacht? Nee, ich lade nicht. Ich benutze das jetzt. Wo ging es hier lang? Wir müssten ja nicht darunter. Ja, sich hier durchzukämpfen, das wäre reiner Wahnsinn gewesen. Aber mal ganz ehrlich, schleichen wäre auch nicht so das Wunder gewesen. Das Wahre gewesen. Oh Gott. Wo müssen wir lang? Wo muss er war lang? Hier war es nicht. Doch, hier war es, ne? Ist hier frei? Bitte lass es hier frei sein. Hier sieht es relativ in Ordnung aus. Das war jetzt nur Puesta del Sol Nord. Wow. Ich glaube, wir haben nur einen Treffer kassiert, ne? Der eine Speer. Der hat uns aber auch ordentlich was abgezogen. Meine Fresse. Scheiße, hier sind auch welche. Allerdings nicht so viele. Ich glaube, die sollten wir jetzt aber schon... Ach, da ist Nummer 2. Nee, das war meine Schuld. Halt, stimmt ja. Die will ich gar nicht. Wo bin ich denn gerade? Meine Güte. Ich muss zurück. Ich muss da lang. So, hast du schon irgendwelche verkrüppelten Teile? Nö. Doch. Nee. War nur der Messerspeer. Ich guck mal, ob es so klappt. Ich konzentriere mich jetzt mal auf das Bein da unten. Auf sein rechtes Bein. Ich glaube, ich sollte warten, bis ich wieder Wattspunkte habe. Sehr schön. Wo sind die? Ach, schade. An denen muss ich vorbei. Ihr Stück sehe ich. Ja gut, Gala-Veranstaltung, die kommen natürlich jetzt alle aus ihren Häusern. So, bei dir schon irgendwas kaputt? Nee. Der Rumpf mache ich nicht. Gab es nicht irgendwie einen Perk, dass man an Gliedmaßen mehr Schaden macht? Wenn man in Wets unterwegs ist? Ich glaube, das sollte ich... Ja, schießen kann ich nicht. Ich glaube, das sollte ich mir fürs nächste Mal
wenn ich dann mal wieder das spiele, nehmen. Ja, haben wir jetzt weniger Schuss und so verwendet mit der Taktik hier? Oder verwenden wir gerade mehr Ressourcen, um einen Gegner zu töten? Dauert nämlich ziemlich lange, bis wir so ein Teil verkrüppelt haben. Ich glaube, da wäre es doch besser, wenn wir dann auf den Kopf gehen. Weil das jetzt schon unser x-tes Magazin ist bei dem Geisterfallensteller. Ach Mensch, merk dir doch mal, auf was du was hast. So, oh, natürlich. Scheiße, er wirft natürlich jetzt. Nee, das Holo-Rifle. Obwohl, wir haben bis jetzt nur auf den Rumpf geschossen, ne? Ich glaube, alles macht Gliedmaßen Schaden. Oh. Erster Schuss ging daneben, weil ich ausweichen wollte. Der zweite war einfach nur doof. Ach komm. Ne, da sind ja noch welche, stimmt. Ich habe ja noch einen Reparatursatz, ne? Damit könnte ich im Prinzip das hier reparieren. Damit wir hier mehr Schaden machen. Reparatursatz. Es heilt noch nicht mal komplett. Repariert noch nicht mal komplett. Und auch noch in Rot. Eine Farce. Ein Frevel. Ein... was auch immer. Ich kann mich nie entscheiden, mit welcher Waffe ich hier jetzt weitermachen möchte. Deshalb, das ist der einzige Grund, warum ich hier so schnell durch und die ganze Zeit durchswitche. Ich wurde entdeckt. Nein. Allerdings. Was? 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 Jetzt sag nicht das Hologramm da in der Mitte. Nee. Hier ist es jetzt auch wieder. Oben. Hm. Ach nee. Also das Gebiet würde ich jetzt ganz gerne noch räumen. Da ist mir die Munition gerade nicht zu schade zu. Schon wieder auf 4 Punkten. Geronimo! Ha! Ach, Moment! Fies. Überall da, wo ein Automat ist. Mods. Erweiterte Holo-Gewehr-Kalibrierung. Welche habe ich denn jetzt schon? Die Fokussierungslinse, ne? Die brauche ich noch. Glaube ich. Ich habe gespeichert, also ein Schnellspeichern.
Fokussiert den Waffenstrahl und erhöht damit das Schadenspotenzial. Danke. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten nicht schießen, wenn wir irgendwie uns noch bewegen. Ich möchte die beiden da gerne einfach ausschalten. Ich habe gesagt, wir werden uns zweimal von einer Bombe treffen lassen, nicht dreimal. Wo ist er jetzt hin? Manchmal verstehe ich die KI hinter den Gegnern nicht. Habe ich getroffen? Nee, habe ich nicht. Ach, fuck it. Scheiß drauf. Können wir so speichern? Ja, sehr schön. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir dann ins Casino gehen, ins Sierra Maratore selbst. Also, bis dahin. Ciao.